Ich darf überleiten zu einem auch nicht immer sehr einfachen Aspekt, nämlich des Umgangs mit Datenschutzfragen in Beschaffungsverträgen. Erst recht aktuell eben durch die GDPR oder DGSVO von der EU her, die, auch wenn die Schweiz noch keinen Rahmenvertrag mit der EU hat, ihre Wirkung auch bis in die Schweiz hat. Ich darf Klaus Kromann übergeben, wiederum seine Herkunft und so weiter ist in der Broschüre erwähnt. Sie können das gleich nachlesen. Herr Kromann. Besten Dank. Ich freue mich sehr, Ihnen in der nächsten halben Stunde einen kurzen Einblick in die Entwicklung des Datenschutzes in der EU und die Spuren in der Schweiz aufzuzeigen. Sind da verschiedene Begriffe, die werden wir sehen. Ganz klar, im Moment ist das in der Schweiz noch ein nicht abgeschlossenes Gesetzgebungsverfahren. Man weiß recht gut, was kommen wird, aber die Realität ist dann immer noch mal eine Spur anders. Es gibt Spezialgesetze, die zu beachten sind. Und logischerweise, es handelt hier sich um ICT-Beschaffungen, bei welchen dann Personendaten bearbeitet werden. Also wenn Sie irgendwie Hardwarebeschaffungen jetzt darunter subsumieren würden, für die ist das natürlich nicht anwendbar. Zum Status der Gesetzesentwicklung. Also im Jahre 2012 hat die EU angefangen, ihre Datenschutzgesetzgebung zu reformieren. Da hat es zwei große Treiber dazu gegeben. Einerseits wollte man den technologischen Fortschritt abholen. Die Datenschutzgesetzgebung geht da auf das Jahr 93, 94 in Kraft, 95 zurück. Damals, ich weiß nicht, die älteren Semester wie ich können sich noch dunkel erinnern, ist man gerade umgestiegen vom DOS-Prompt auf eine grafische Oberfläche. Windows 95 ist auf den Markt gekommen und hat wirklich die Welt revolutioniert. Das hat wahnsinnigen Fortschritt gehabt und so Leute wie ich, die so Gadgets lieben mit Pulsmessung und überall, wissen, dass man zum Teil ja da nicht sehr viel Möglichkeiten hatte in der Vergangenheit. Entweder nutze ich das und akzeptiere die Bedingungen oder ich kann das Zeug nicht nutzen. Und das hat der EU im EU-Parlament ein bisschen gestunken und das war einer der wichtigen Gründe, die technologische Entwicklung da zu treiben. Auf der anderen Seite war ja die Direktive damals musste noch umgesetzt werden in 27 Rechtsordnungen, Landesrecht, und auch das hat zu einer recht großen Handhabung der Datenschutzrichtlinie geführt. Nun hat man im 2012 beschlossen, die Datenschutzgrundverordnung zu draften, die General Data Protection Regulation in Englisch, GDPR. Und das ist insofern auch ganz ein historisches Rechtswerk, weil das erste große Gesetz der EU ist, welches in allen Ländern direkt verbindlich ist. Also der materielle Inhalt ist direkt verbindlich. Die wurde insbesondere im Jahr 2014 im Europäischen Parlament beraten und ist dann 2016 am 27. April so eher klammheimlich plötzlich dann verabschiedet und direkt in Kraft gesetzt worden. Wieso hat man jetzt erst am 25. Mai dieses Jahres davon gehört? Weil die Übergangsfrist abgelaufen ist. Seit 25. Mai ist die Datenschutzgrundverordnung vollstreckbar. Parallel dazu ist jetzt auch noch eine nationale Gesetzgebung gelaufen. Dabei geht es aber nur um Ausführungserlasse, welche Behörde zuständig ist, welche Verfahren im Detail. Es geht nicht ums materielle Recht, das ist in der Datenschutzgrundverordnung. Im Datenschutz gibt es das Recht der Gleichwertigkeit oder das Prinzip der Gleichwertigkeit von Datenschutz. Legislaturen und die Schweiz gilt da traditionell als gleichwertig und die Schweiz hat die EU als gleichwertig anerkannt. Das ist wichtig für uns, weil durch diese Gleichwertigkeit
haben wir einen vereinfachten Austausch von Daten. Und gerade im ICT-Bereich können wir vereinfacht grenzüberschreitende Projekte abwickeln. Um diese Gleichwertigkeit zu behalten, hat die Schweiz dann ihr Gesetzgebungsverfahren mal in Gang gesetzt, weil die EU, die das mit Kommissionen regelmäßig überprüft, anlässlich der letzten Überprüfung dann schon festgestellt hat, liebe Schweiz, ihr habt zwar ein gutes Gesetz im Bereich Datenschutz, aber wenn die Datenschutzgrundverordnung dann in Kraft ist, werden wir euch nicht mehr als gleichwertig anerkennen können. Da gab es verschiedene Gründe. Ein ganz wichtiger ist, dass das heutige Datenschutzgesetz der Schweiz ein, ich sage es in meinen Worten, zahnloser Tiger sei. Es gibt da kein wirkliches Sanktionssystem dahinter, was vielleicht nicht ganz unbegründet ist. Jedenfalls hat der Bundesrat dann im Dezember 2016 das Vernehmlassungsverfahren gestartet. Was hat man gemacht? Man hat die Datenschutzgrundverordnung genommen, Schweiz für die Schweiz aufbereitet. Das heißt, man hat aus den 100 Seiten 60 Seiten gemacht, 30 Seiten, aus den 100 Artikeln 60 Artikel. Es ist alles kürzer, oberflächlicher. Das hat Vor- und Nachteile. Ich will da wirklich überhaupt nicht das kritisieren. Was hat man dann noch gemacht? Man hat verschiedene Schweizer Spezialitäten eingebaut und das in die Vernehmlassung geschickt. So, in der Vernehmlassung, die ist dann im April abgelaufen, wurde da sehr kritisiert von den Verbänden, dass man so Swissies drinnen hat, die bringen nichts. Die Datenschutzgrundverordnung oder das Rechtsgut dahinter war man sich mehr oder weniger einig. Das ist eigentlich gut, ist auch nichts weltweit, nichts besonderes Neues da, abgesehen von vielleicht den Sanktionen, was ein bisschen ein Thema war. Aber die Swissies, die hindern uns nur als Schweizer Firmen und der Added Value ist wohl etwas beschränkt. Darauf hat dann der Bundesrat eine Botschaft publiziert am 15. September 2017 und siehe da, tatsächlich wurden sehr viele von diesen Swissies ausgebaut, im Übrigen aber sonst durchaus sehr stark noch auf der Basis des Vernehmlassungsentwurfs. Was ist dann passiert? Das ist in die Kommissionen gegangen, hätte im Februar verhandelt werden sollen. Kurzfristig haben dann die Kommissionen gefunden, ja, es ist ihnen noch etwas zu komplex, sie brauchen mehr Zeit. Man hat es von der Traktantenliste der Frühlingssession gestrichen. Ein paar Tage später hat man gemerkt, okay, wir laufen jetzt in ein Problem rein. Und das ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Es gibt in der EU einen Parallelerlass zur Datenschutzgrundverordnung mit einer Nummer höher. Die Datenschutzgrundverordnung der EU richtet sich an Private, also Firmen und Individuen. Es gibt einen Parallelerlass, der hat auch, ich sage jetzt, materiell den gleichen Inhalt, richtet sich aber an die öffentlichen Behörden. Der wurde ja logisch auch dann erlassen. Unter anderem, und jetzt wissen Sie gleich, wo es durchgeht, regelt der den Datenaustausch im Schengen-Raum. So. Und in der Schweiz ist das System ja ein bisschen anders. Wenn Sie das Datenschutzgesetz mal angeschaut haben, dann wissen Sie, es gibt einen allgemeinen Teil, es gibt einen Teil für Private, also Firmen und Individuen, und einen Teil für die öffentliche Verwaltung, sprich Bundesbehörden. Die Kantonalen sind ja in den kantonalen Datenschutzgesetzen geregelt. So, dort fällt aber auch das ganze Schengen-Thema rein. Und da wären wir verpflichtet gewesen, bis im August nachzuziehen, weil sonst hätten wir, glaube ich, aus dem Schengen-Raum austreten müssen. Ich bin da nicht so ganz der Spezialist. Jedenfalls hat dann in der Sommersession der Nationalrat schnell beschlossen, okay, wir splitten das. Wir machen jetzt neu ein Schengen-Datenschutzgesetz, das wir schnell erlassen können, dass die relevanten Normen im öffentlichen Bereich, die für Schengen wichtig sind, regelt und nehmen uns danach Zeit
für die Privaten das Datenschutzgesetz noch nachzuziehen, vor allem wahrscheinlich die Sanktionenregelung ausgiebig zu diskutieren. Der Rest scheint mir nicht wahnsinnig strittig. Und dann das irgendwann nächstes Jahr in Kraft zu setzen. Und dann würde das Schengen-Datenschutzgesetz nach meinem Verständnis wieder dahinfallen. Das ist im Moment der Plan. Also rechne ich mal damit, dass das Gesetz vielleicht irgendwie nächstes Jahr verabschiedet ist, allenfalls 1.1.20 in Kraft tritt mit Übergangsregelung. Wieso ist es trotzdem fürs öffentliche Beschaffungsrecht allenfalls von Relevanz? Gut, die Datenschutzgrundverordnung hat einen extraterritorialen Charakter. Sie beansprucht von sich, dass sie für gewisse Tatbestände sie gelten soll, auch wenn das nicht mehr auf ihrem Territorium ist. Beispielsweise, wenn eine Schweizer Firma Daten bearbeitet im Zusammenhang mit einem Angebot in der EU, dann soll da aus Sicht der EU die Datenschutzgrundverordnung Geltung erlangen. Auch beispielsweise, wenn man mit Cookies das Surfverhalten von Niedergelassenen in der EU beobachtet oder eine deutsche Firma zum Beispiel oder eine EU-Firma ihre Datenverarbeitung in die Schweiz auslagern würde, da müsste die Datenschutzgrundverordnung anwendbar bleiben. Aus meiner Sicht kann das nicht gelten wirklich für ein Land, das als gleichwertig anerkannt ist, weil das widerspricht dem Grundgedanken der Gleichwertigkeit, ist aber ein anderes Thema für die Juristen und ich will da nicht groß drauf eingehen. Sicherlich wird aber die Datenschutzverordnung, Grundverordnung, einen großen indirekten Einfluss haben. Und zwar basiert, wie gesagt, ja auch der Schweizer Gesetzesentwurf sehr stark auf der Datenschutzgrundverordnung. Die Schweizer Regelung wird einiges allgemeiner sein. Das heißt, für die Auslegung und Präzisierung, was jetzt das heißt, wird man die Datenschutzgrundverordnung wohl mindestens auch im Hinterkopf behalten müssen. Und de facto müssen wir schon sehen, wird ein neuer Standard gesetzt mit dieser Datenschutzgrundverordnung, neue Best Practice, die sich in der Erwartung unserer Bürger und Konsumenten widerspiegeln wird und so auch über die Gerichtspraxis wieder zurückkommen wird. So, was bringt das neue Recht ganz im Groben? Die wesentlichsten materiellen Grundzüge bleiben gleich. Was ist aber? Es gibt ein verschärftes Sanktionenmodell, was dem Gesetz Nachdruck verleihen wird. In der EU sehr spektakulär, haben Sie gehört vielleicht, 20 Millionen Euro als Bußdrohung. Oder wenn Ihr Konzern noch, wenn 4% des weltweiten Jahresumsatzes, wenn dies die 20 Millionen Schwelle überschreiten würde. Die Organisationen müssen zukünftig mit dem datenschutzrechtlichen Risikoprofil sich auseinandersetzen. Sie müssen die Angemessenheit ihrer technischen und organisatorischen Maßnahmen überprüfen und die vor allem dokumentieren. Also es wird im Dokumentationsbereich Zusatzaufwand geben. Das Recht auf Information wird gestärkt, Pflicht auf Information und auch die betroffenen Rechte, also Recht auf Auskunft, Recht auf Löschung oder Berichtigung insbesondere. So, was ist nun der direkte Einfluss auf Beschaffungsverträge? Ich habe das ja mal in drei Töpfe unterteilt. Also in Zukunft wird es Weisungs- und Kontrollrechte brauchen. Ich werde als Auftraggeber auch Informationen benötigen und ich werde verpflichtet sein, Dokumentationen zu erstellen. Was fließt da jetzt konkret daraus? Weisungsrecht.
Das ist im Entwurf vom Datenschutzgesetz steht drinnen, dass eine Organisation bei der Bearbeitung von Personendaten sich dem durch angemessene Datensicherheit zu gewährleisten hat, basierend auf der genannten Risikoeinschätzung, sichergestellt durch technische und organisatorische Maßnahmen. Das heißt, ich muss in Zukunft mein Risiko festlegen. Das wird passieren aufgrund des Verzeichnisses der Bearbeitungstätigkeiten, welches ich führen muss, oder eventuell bei besonders sensitiven Themen werde ich eine Datenschutzfolgenabschätzung machen müssen. Ich werde dann die anzuwendenden technischen organisatorischen Maßnahmen festlegen müssen. Also muss ich im Beschaffungsvertrag in Zukunft, passiert wahrscheinlich heute typischerweise schon, konkrete Vorgaben bezüglich den TOMs machen und mir vorbehalten, dass wenn die in Zukunft ändern, weil der technische Fortschritt stattfindet, ich diese anpassen kann. Auditrechte, aus meiner Erfahrung eines der meist diskutierten Themen in solchen Verträgen. Als Auftraggeber habe ich die Pflicht, mich zu vergewissern, dass die Datensicherheit auch gewährleistet ist. Das heißt, vielleicht kann der Provider den Bestand der TOMs mit Zertifikaten nachweisen. Sonst muss ich mir ein Auditrecht vorbehalten. Offensichtlich, je delikater die Anwendung, je größer das datenschutzrechtliche Risiko, desto tiefer müssen die Auditrechte sein und desto häufiger muss ich das vielleicht machen. Entsprechend habe ich in den Beschaffungsverträgen die automatische Vorlage von Einschlägen gegen Zertifikaten oder Audits zu verlangen und den Umgang, Umfang, Kadenz und Verfahren von Audits zu regeln. Die Unterbeauftragung bedarf schriftlicher Zustimmung. Dann Unterstützung bei betroffenen Rechten. Ich habe in Zukunft verschärfte Rechte oder Pflichten, Auskunft zu geben, Berichtigungen durchzuführen und Löschungen vorzunehmen. Aufgrund dieser Pflichten kann ich auf die Unterstützung des Service Providers angewiesen sein. Die Suche von den Daten, das Extrahieren kann aufwendig sein. Korrekte oder vollständige Löschung kann ich vielleicht gar nicht alleine durchführen. Daher auch da sollte der Beschaffungsvertrag in Zukunft vorsehen, dass ich entsprechende Zusicherung des Providers habe, diese Aufgaben mit der Lösung effizient erfüllen zu können und bei Bedarf noch zusätzlich Unterstützung zu erhalten. Dann gibt es neu eine Pflicht der Meldung von Datenschutzvorfällen. In der EU ist das möglichst innerhalb 72 Stunden. In der Schweiz ist im Entwurf drinnen, weil man sich wohl um die konkreten Stunden scheut, dass man schreibt, so rasch als möglich, also noch schneller als die 72 Stunden vermutlich, wenn man auch in der Praxis vielleicht dann dort landen wird. Also ich muss diese Meldungen machen. Das heißt, ich muss auch notifiziert werden, wenn solche Verletzungen vorliegen. Und genauso wichtig, auch der Service Provider kann verpflichtet sein, die Meldungen zu machen. Aber es macht wohl Sinn, dass man sich da abstimmt. Ich will ja vielleicht nicht, dass ich aus den Medien erfahre, dass meine Daten verloren gegangen sind, weil der Service Provider mit mir nicht geredet hat. Entsprechend ist da ein Prozess für diese Meldung vorzusehen. Es ist allenfalls eine Notfallorganisation zu bestimmen. Wenn das am Freitag am Nachmittag passiert, sind dann die 72 Stunden vielleicht schon auch ein bisschen knapp. Und der Service Provider ist zu verpflichten, da das gegenseitig abzusprechen.
Dann Datenschutzfolgenabschätzungen, vielleicht etwas weniger im Fokus. Da kann sein, dass ich in bestimmten Fällen, insbesondere wenn ich große Mengen Personendaten, besonders schützenswerte Personendaten verarbeite, eine ausführlichere Risikoabschätzung machen muss und dokumentieren muss. Da bin ich vielleicht froh, wenn er mich unterstützt dabei, bei der Beschreibung der Bearbeitung, der Darstellung der Risiken. Da bin ich vielleicht als Auftraggeber schon auch vorab gefordert. Die Maßnahmen zum Schutz ist vielleicht dann eher wieder besser geeignet. Auf jeden Fall auch da im Beschaffungsvertrag zu empfehlen, wenn das nötig ist, dass man solche Folgenabschätzungen machen muss, dass man in einer ersten Projektphase das auch machen kann. Verzeichnis der Bearbeitungstätigkeiten, quasi das Inventar der Bearbeitungsverfahren, der Verfahren muss ich in Zukunft führen. Da sind vom Gesetz her 7 Punkte vorgeschrieben. Vielleicht brauche ich noch weitere Informationen, um die Risikoabschätzung gut zu machen und die Angemessenheit der TOMS zu überprüfen. Auch da wiederum, ich werde auf die Informationen des Service Providers angewiesen sein, insbesondere wenn das dann auch im Betrieb einmal ändert, bei den TOMS oder so. Privacy by Design ist ein neuer Grundsatz. Das heißt, die Datenverarbeitungen sind so zu gestalten, dass die Grundsätze der Datenverarbeitung, Datenbearbeitung eingehalten werden. Ich werde das in Zukunft mir ein bisschen überlegen und dokumentieren müssen. Das Risikoprofil machen, TOMS dokumentieren. Auch da wiederum die Unterstützung des Service Providers sehr hilfreich. Allenfalls kann er mir das in weiten Teilen abnehmen. Privacy by Default, das heißt, ich muss möglichst schonende Voreinstellungen haben, also Opt-in und nicht Opt-out. Datenminimierungen, möglichst wenig Daten bearbeiten, um den gewünschten Zweck zu erreichen. Und Parametrisierungen und Datenübernahmen möglichst schonend zu machen. Auch da wiederum bitteschön, das muss wohl etwas dokumentiert werden in Zukunft, Zusammenarbeit mit dem Service Provider, wie man da möglichst schonende Verarbeitung zusammenkriegt. Ich komme zu meinem Schluss. Also Sie sehen, sind diverse Punkte. Sie können sagen, okay, jetzt weiß ich ungefähr, was dann in 2 bis 3 Jahren auf mich zukommt. Wenn Sie das aber jetzt bei Ihren Beschaffungen nicht schon berücksichtigen, müssen Sie das dann vielleicht in den 2 bis 3 Jahren, wenn das Gesetz anwendbar wird, nachverhandeln. Insbesondere, wenn Sie Betriebsverträge haben über 5 Jahre. Darum empfehle ich Ihnen jetzt schon, dass im Auge zu behalten und die Punkte ab möglichst sofort in den Beschaffungen berücksichtigen, dann sparen Sie sich etwas Ärger und Aufwand in 2 bis 3 Jahren. Danke. Vielen Dank, Herr Krohmann. Sind Fragen, Bemerkungen dazu? Gerne. Hat Ihnen ein Provider schon einmal die Löschung versprochen? Die erste Frage. Und hat er Ihnen auch erklärt, wie er das macht in einer Cloud? Danke. Ja, das kommt halt auf die Cloud an. Aber das ist in einer Private Cloud, ich glaube, kein Thema. Wenn Sie gewisse Cloud-Typen verlangen, ja, das kriegen Sie, das habe ich Kunden mit mir schon gemacht. Let's face it, ist eine Preisfrage. Wenn Sie in die Masse gehen, wie wir es gehabt haben, ja, da wird dann sehr bedeckt sein, wie er Backups macht, wie er Sicherungen, wo die sind. Und dann ist dann ein bisschen die Frage, muss ich bei einer Löschung auch das von allen Backups löschen? Was nicht unbedingt sein muss wahrscheinlich.
Danke. Eine Ergänzung von Herrn Bühler? Ja, eine kleine Engineering-Sache. Also die Illusion, dass die für mich jetzt ein Backup machen, ist eine Illusion. Da werden Hunderte von Kunden gebackupt. Und wenn dann meine Daten aus diesem Backup sind, dann steht jemand Kopf, oder? Geht nicht so einfach. Es geht ja dann nicht um die ganze Gruppe von Daten, die ein Kunde löschen möchte, sondern es geht um eine Löschung von einem Set Personendaten. Individuell. Das ist eine spannende Angelegenheit. Deshalb verstehe ich die Frage sehr gut, die Antwort auch, aber halt. ja, ich hätte mir auch noch eine weitere Frage gestellt, aber sind eurerseits noch Fragen? Ansonsten gehe ich nämlich gerne weiter.